Tage 4 und so noch im Kinderzimmer gehört. Ach, halt's Maul, du bringst hier niemanden um. Wie geht's Ihnen, Sarge? Hatten Sie einen schönen Tag? Scheiße, Corporal. Danke. Da hat meine Mom immer noch gesagt, hör aber bitte nicht wieder diesen Maskenmann. Steht da draußen ein Milizbike? Oder haben die es ausgeschlachtet? Nein, nein, es ist noch da. Okay, dann komme ich klar. St. John, richtig? Danke. Ich schaffe es allein zurück. Okay, mach das. Warum sind die Frauen eigentlich immer alle hier so nett in dem Game? Warte, Moment mal, du willst einen lebend? Ach, es ist schwierig, Tests mit Toten zu machen. Hier. Was ist das? Ein spezieller Tranquilizer, damit kannst du ihn lang genug ruhig stellen, um ihn herzubringen. Nein, geil! Wir müssen jetzt einen Zombie schön mit einer Betäubungspistole betäuben und dann dahin bringen. Ich raste aus, geil. Genauso wie die Nero-Forscher. Holen, ohne die anderen zu töten. Ich weiß es nicht. Tu einfach, was du tun musst, okay? Ich brauche das Mädchen mit dem roten Shirt. Tu, was du tun musst. Ich will die ganzen Kinder eigentlich nicht töten. Ihr wisst das. Ganz ruhig, Kinder. Da ist sie. Tut mir so leid, Kids. Schwör, Kinder, ich will das nicht. Ey, kleines Mädchen! Kleines Mädchen! Ich hab dich lieb. Hey, komm mal her, du! Hab ich dich, kleiner Scheiße. Oh, Scheiße! Ey, ganz cool. Ich bin nett zu ihr. Haben wir? Komm. Komm mit, kleines Mädchen. Hallöchen, Totti. Du wolltest ihn lebend. Du kriegst ihn lebend. Dicker, was redest du da? Mach die Kinder weg. Pau, pau, pau. Nee, die tun mir wirklich leid. Ah, oh, verdammte Scheiße. Hey, Captain, er hat mein Bike vollgepisst. Erlaubt keine Haustiere auf der Insel. Der Lieutenant braucht eine lebende Testperson. Sie scheinen sich ja gut zu verstehen. Sie und Lieutenant Whittaker. Ich mach nur meinen Job, Sir. Bleiben Sie professionell. Der Colonel will keine Verbrüderung zwischen Soldaten und Offizieren. Oh nein, nein, das geht natürlich nicht, Sir. Genau. Weitermachen. Ja, Sir. Okay. Ah. Komm schon, hilf mir! Ja, okay, Totti, da hast du auch ein bisschen recht. Oh Gott! Kleines Mädchen! Papa sind total durcheinander. Was soll ich da bitte tun? Ich krieg die Dosierung nicht hin. Hier, warte, halt mal. Okay. Das ist das. Hab ich gearbeitet. Wie lange? Halt fest, nur ein paar Sekunden. Sagte sie Aua? Ist sie tot? Oh, Scheiße. Holy shit. Ach du Scheiße. Verdammte Scheiße. Was immer du ihm gegeben hast, er war schnell hinüber. Das sollte er nicht.
sollte geheilt werden. Warte. Du machst gar keine Biowaffe. Oh mein Gott, du versuchst sie zu heilen? Ich dachte, sobald ich die ursprüngliche Zelllinie aus Cloverdale habe, könnte ich Antikörper aus dem Virus herstellen und es rekonstruieren. Scheiße. Und die ganze Arbeit, alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Ich kann sie nicht retten. Diese Ehefrau. Nichts kann ihren Zustand rückgängig machen. Also ausräuchern. Ganz klar, also ja, ausräuchern. Reiß dich zusammen. Mach weiter. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jede Zelle in diesem Mädchen ist explodiert. Und deshalb musst du weitermachen. Weil es für dich ein Mädchen ist. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen ich getötet habe? Und was mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist, dass sie einmal Kinder waren. Doch, mir schon, ohne Spaß, jedes Mal. Ehrlich, Real Talk, jedes Mal habe ich gesagt, scheiße. Ich hielt das für verrückt, aber sie sah das genauso wie du. Du hältst mich für verrückt. Nein, nein. Ich glaube, dass du hier der einzige normale Mensch bist. Weißt du, ich erinnere mich noch, wie ich dich verlor, aber langsam begreife ich, dass es nicht die Nacht war, in der ich dich beim Heli ließ. Es war die nächste Nacht. Ich fuhr mit Boozer zu diesem Flüchtlingscamp, wo du eigentlich warten solltest, weißt du noch? Aber da waren Freaker. Überall. Die Helis brannten, die Menschen schrien. So viele Menschen. Also kämpften wir. Und wir siegten. Und was kriegten wir? Leichen. Überall Leichen. Ich sah mir jede Leiche an, jedes Gesicht. Es müssen Tausende gewesen sein, eher mehr. Und ich sah sie mir alle an. In der Nacht habe ich dich verloren. Und Boozer, weißt du, er hat die nächsten beiden Jahre dafür gesorgt, dass ich nicht durchdrehe. Aber mir war alles scheißegal. Einfach alles. Und ich sehe diesen Nero Haley am Himmel rumfliegen und in mir regt sich irgendwas. Und ich denke mir, weißt du was? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Denn selbst wenn sie am Leben ist, weißt du, was ich dann mache? Ich finde sie, wir steigen auf mein Bike und wir blicken nie wieder zurück. Weil ich zu keiner Miliz gehören will, in keinem Krieg kämpfen und in keinem Camp leben will. Wieso bist du dann noch hier? Deinetwegen. All das hier, ich sehe, wie wegen dir, Sarah. Wie wichtig dir das ist. Es ist so. Da draußen wollen nur überleben und hier stehst du. Und willst die verdammte Welt retten. Naja, ich bin nicht sehr erfolgreich. Also steh auf. Reiß dich zusammen und mach weiter. Wir fahren zurück nach Cloverdale. Da gibt's eine bessere Ausrüstung. Wir sehen uns ihre Forschung genauer an. Was würdest du tun? Du würdest mir helfen. Ja, würde ich. Und zwar, weil du an diesem Tag. Ist aber ehrlich so, Bumblebee. Manchmal frage ich mich auch so, was denkt ihr denn, warum wir noch da sind? Wegen dem Colonel? Oder Kuri? Nach Norden. Ja, nach Norden. Wir sagen, dass wir Vorräte besorgen wollen. Wir fahren nach Norden. Wir kommen nicht zurück. Jetzt werden wir fahrenflüchtig. Du weißt, wenn sie uns kriegen. Oh, Gänsehaut! Dann hängen wir gemeinsam. Oh, Gänsehaut! Wir fahren nach Norden. Ma'am? Ja? Deke, der Colonel will Sie sehen. Bin gleich da. Oh, oh. Weil der Zaun so hübsch ist. Danke. Oh mein Gott, wir fahren nach Norden. Ja, Baby, Baby. Ich bin nervös. Corporal St. John. Was kommt jetzt? Colonel, Sir. Kommen Sie bitte. Sind wir bereit? Colonel, Sir. Ja, Sir. Wir sind bereit für den Kampf. Das Bike ist bereit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Lieutenant Weavers Waffe ist fertig. Wir werden sie testen. Scheiße, ja. Wollen Sie eine Horde hochjagen? Bro. Stimmt irgendetwas nicht, Corporal? Nein, Sir. Nein. Okay. Bringen wir es hinter uns. Okay. Eine Horde hochjagen?
Meine Herren, dies ist der Beginn einer neuen Ära. Weitermachen. Lieutenant Weaver, kommen Sie. Ja, Sir. So sieht's aus, White Dragon. Jetzt geht's ab, Freunde. Oh mein Gott, wir wollen eine Horde platt machen. Ich glaube, Sie sollten hier bleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotovs können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also ich gehe da runter. Mache etwas Lärm, locke mein Platz zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Ach du Scheiße. Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie, wenn wir beide da runtergehen, gibt das ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Hm? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich hab gar nichts. Gib mir meinen Ring. Piu, piu. Brutal. Okay, Leute. Ich muss jetzt eine Horde killen. Als Mission, ich raste aus. Erledigt die Schellmund-Horde. Als Mission. Ich bin ready. Okay, ich bin ready. Das ist meine Vorbereitung. Hallo? Hier lang, Jungs! Nehme ich mal. Leute, einmal jetzt anders! Packt wir's an! Kommt schon! Wo seid ihr? Ah? Weg. Baby! Erzählen Sie mir was Neues! Okay, let's go. Hä, ist doch nicht alles. Wo ist meine Horde? Das nennt ihr Horde? Bruder, das nenne ich Frühstück. Verschwinden Sie. Bin dabei. Ach komm mal. Let's go. Okay, Dicke. Fackel sie ab. Wie sieht's aus, Captain? Sie haben etwa ein Viertel erledigt. Weiter. Können jetzt mal alle kommen? Versuch's. Das gefällt dir, ha? Aber warte, ich brauche mal ein bisschen Money. Sie folgen Ihnen. Schnauze. Ja, das ist auch der Plan. Wie fühlt sich das an, ha? Das Leute, ja. Ja. Come on, jetzt hole ich erstmal die Horde. Aha! Okay, das ist eine Horde, Baby! Juhu! Okay.
Oh, ich habe gar keine Muni mehr. Essenszeit! Ihr müsst mich nur noch fangen, Jungs. Oh, ich habe gar keine Ausdauer. Konzentrationscocktail, Gesundheitscocktail. Oh oh. Oh oh. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ihr verdammten Bastarde! Hier bin ich! St. John, Sie haben die Hälfte von Ihnen erwischt. Weiter so. Ich bin dran. Zu sterben! Ja, hab ich mitbekommen! Na los, Ben, ich schließe sie von hier aus! Ja, ich hab gefällt! Komm frisch! Nicht gut! Ja. Oh no. No, mach das nicht mit mir, bitte. Nicht deswegen. No. Nein, renn. Okay, es sind echt viele. Holy shit, sind das viele. Okay, weiter. Dory, wie schlage ich mich? Wissenschaft kommen. Drei Viertel haben sie. Aua. Nein, falsche Taste. Oh shit. Nee, echt? Oh, ich hab keine Muni mehr. Die kriegen mich nicht. Ich hab keine Muni mehr. Okay. Holy shit. Never call me a Lauch anymore. Boom! Mit dem ersten. Aber ich muss zugeben, damit habe ich auch nicht gerechnet. Holy shit. Das war mehr als geplant. Corey, bitte. Sag mir, dass das jetzt alle waren. R8 ist tot. Ich kann es nicht glauben.
Vielen, vielen erledigt. Lieben Dank, mein Freund, Sie für dein Follow. Erledigt. Ja klar, Bruder, habe ich eine Horde erledigt. Ja, kein Problem. First try. Kein Problem. Geschafft. Sie haben es geschafft. Oh, Weaver hat es geschafft. Oh. So was habe ich noch nie gesehen. Wie sie immer einen Schritt voraus waren. Hatten Sie schon mal eine Horde im Nacken? Das gibt einem einen echten Adrenalinschub. Boah, aber wirklich. Der Colonel hat recht. Vielleicht gewinnen wir den Krieg. Ja, mit Männern wie mir an der Front, ja. Hey, wie lief's? Tut mir leid, Lieutenant. Oh Mist. Nicht geklappt? Tut mir leid, Lieutenant. Ihr Job ist gestrichen. Verdammt, es hat geklappt. Ja, hätten Sie sehen sollen, die haben gebrannt wie Zunder. Oh Mann! Und danach wird gefeiert, in der Offiziersmesse. Okay, das sieht schwer nach einer Beförderung aus. Hey Mann, kommst du? Wissen Sie was, ich werde später nachkommen. Ich muss noch was erledigen. Okay, dann mach das. Das war der Rest. Seien Sie vorsichtig damit. Manche dieser Sachen sind unersetzlich. Was ist hier los? Wo ist denn der Lieutenant? Corporal St. John. Tut mir leid, Sir. Schon gut, Sohn. Alle wichtigen Forschungsmitarbeiter wurden verlegt. Verlegt? Wohin? Er wusste es. Ich muss noch diese Sachen ausliefern, die Sie bestellt haben. Ich verstehe. Es gab ein... Kommen Sie, Sohn. Bitte. Es gab ein Gerücht, dass sie und sie bla bla und jetzt ist sie weg. Ach, ich glaub's doch nicht. Schmutz. Ma'am, Befehl vom Colonel. Ah, doch nicht. Matt, das können Sie nicht tun. Sie können mich nicht einsperren. Rühren, Captain. Und der Herr sprach zu Noah. Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Matt, wovon reden Sie da? Es tut mir leid, Lieutenant. Sie können... Colonel, halt! Hey. Schon gut. Schon gut. Ma'am, ich hab hier die bestellten Sachen. Der nächste 31er. Komm nur rein, mir nach. Ich arbeite an einer neuen Aufgabe. Diesmal ist es Gift. Hör zu. Wenn du das pflückst, musst du wirklich vorsichtig sein. Wenn nicht, könntest du sterben. Verstanden. Ich werde dich hier rausholen. Danke. Ja, Ma'am. Ja, aber ehrlich, Michi. Oh Mann, ey. St. John, hier spricht Captain. Drehen alle am Rad.